In Skies of Acadia Legends übernimmt ihr die Rolle des jungen Nachwuchsluftpiraten Wise, der sich mit dem finsteren Valuanischen Imperium anlegt. Neben einer der längsten Leitern der Videospielgeschichte bietet Skies of Acadia Legends auch ein wirklich ungewöhnliches Setting. Acadia ist nämlich kein Kontinent oder Königreich im eigentlichen Sinne, sondern eine in viele kleine fliegende Inseln zerbröselte Landmasse. Um zwischen den schwebenden Inseln hin und her zu reisen, benutzen die Leute fliegende Schiffe, was ich euch hier jetzt gleich mal zeige. Das da ist Weiß kleines Privatboot, mit dem er sich jetzt mal auf Schatzsuche begibt. Also los! Wenn ihr mit den leicht zu steuernden fliegenden Windjammern die Gegend unsicher macht, seid ihr allerdings keineswegs außer Gefahr. Denn wie es sich für ein zünftiges Rollenspiel gehört, lauert das Böse immer und überall und ihr solltet jederzeit mit einem Angriff rechnen. Bei den rundenbasierten Kämpfen gibt sich Skies of Acadia klassisch. Ihr habt die Wahl zwischen Angriffen mit Waffengewalt, magischer Kraft, ihr könnt Objekte einsetzen oder sogenannte Superzüge ausführen. Um Superzüge und magische Angriffe einsetzen zu können, braucht ihr die sogenannten Spirit Points. Davon stehen der Party immer eine bestimmte Anzahl zur Verfügung. Achtet mal auf den Balken oben im Bild. Jetzt sind die Spirit Points alle, aber keine Bange, die Teile regenerieren sich im Laufe eines Kampfes. Neben rollenspieltypischen Dingen wie Schatzsuchen, Herumfliegen, Kämpfen und einem Imperium in den Hintern treten, habt ihr auch noch kleinere Minispiele zu bewältigen wie hier, wo es darum geht, einen rothaarigen Spion einzufangen. Also flugs aufs Dach geturnt und hinterher. Was hier mörderkompliziert aussieht, ist im Grunde genommen ganz einfach. Ihr müsst einfach nur zu dem Pfeil rennen und schon springt Wise in die entsprechende Richtung. So, noch ein paar Mal hopsen. Und gleich ist deine Flucht zu Ende, rothaariger Schurke. Tada, erwischt. Ein weiteres Highlight von Skies of Acadia Legends sind sicherlich die Kämpfe zwischen zwei Schiffen. Hier legen wir uns gerade mit dem finsteren Piraten Blackbird an. Obwohl unser Schiff kleiner ist, sind wir taktisch klar im Vorteil, da wir uns jetzt direkt ans Heck seines Windjammers hängen werden. So, jetzt können wir festlegen, wie wir uns in den nächsten drei Runden verhalten, das seht ihr da schön. Wir können aussuchen, ob wir mit der Kanone angreifen, magische Waffen einsetzen oder lieber unser Heil in der Flucht suchen. Habt ihr eure Züge festgelegt, geht's auch schon los. So, das war's auch erstmal von Skies of Acadia Legends. Mir hat's sehr gut gefallen, es ist ein charmantes Rollenspiel mit tollen Charakteren und einer spannenden Geschichte. Das Luftpiraten-Setting ist natürlich auch nicht zu verachten. Dreamcast-Freaks, die das Original schon kennen, sollten ebenfalls einen Blick riskieren, denn es gibt deutlich niedrigere Ladezeiten. Die Zufallskämpfe sind auch weniger geworden und inhaltlich haben sich ein paar nette Kleinigkeiten geändert. Alles weitere erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe der GamePro.